Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Anstoß für die Heimmannschaft. Ganz in Blau. Von links nach rechts im ersten Durchgang. Rot-Weiß Oberhausen spielt traditionell. Ganz in Rot. Zurück nach Oberhausen gewechselt. Montag. Und da passt Reguli auf. Das war wichtig. Bevor Jalcin da hinkommt. Goden gegen Fasnacht. Goden kriegt den quergelegt. Schlösser! Das ist herausragend vorbereitet von Kevin Goden. Und Yannick Schlösser schießt den ersten FC Düren vorübergehend an die Tabellenspitze. Da haben wir die Zeitlupe. Goden im Laufduell mit Fasnacht kriegt ihn vorbeigestochert an Benz. Und Schlösser ist vor Stappmann am Ball und stochert ihn ebenfalls erfolgreich ins leere Tor. Die erste Chance des Spiels. Mike Kühnel hat ein bisschen Platz im Zentrum. Und dann suchen sie natürlich wieder Goden. Und Yannick Schlösser. Wirken auch heute wieder sehr, sehr stabil. Und nach vorne schalten sie sehr, sehr gut um. Stoppelkampf gegen Kühnel. Das macht er gut. Kreier in der Box. Sven Kreier. Erste Aktion. Dann ist es der Pfosten. Und Glück für die Hausherren. Er chippt ihn rein. Der wird verlängert. Pierre Fasnacht. Ans Außennetz. Und da bleibt Yannick Theissen erstmal verletzungsbedingt liegen. Unklare Stadionfrage. Der Lizenzentzug drohte. Und seitdem das geklärt ist, geht es eigentlich nur noch bergauf. Stoppelkampf. Das ist nicht ungefährlich. Tobias Boche. Mit dem schwächeren Rechten. Abgesehen von Moritz Montag, alle im und rund den Strafraum. Ausgleich! Pierre Fasnacht. Und es hat sich ein wenig angebahnt. Abstaubertreffer des Verteidigers. Und sie arbeiten noch vor der Pause am zweiten Treffer. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Sven Kreier. Montag. Aus der Distanz. Was für ein unglaubliches Tor. Moritz Montag. In der Nachspielzeit der Halbzeit. Kategorie Tor der Woche. Vielleicht sogar Tor des Monats. Wow, der hat gesessen. 30 Meter, gut und gerne. Und der passt aber sowas von. Wir schauen nochmal drauf. Moritz Montag. Kein Gegnerdruck, aber dass er den so reinzimmert, kam auch etwas aus heiterem Himmel. Packert. RWO kann jetzt besser zupacken da hinten und macht selber nach vorne noch besser als im ersten Durchgang. Stoppelkamp! Und dann ist es Kreier, der das 3:1 nur um Haaresbreite verpasst. Kevin Goden kann den festmachen. Goden! Wann immer er in Ballnähe kommt, ist es brandgefährlich. 61. Minute. Guter Ball von Bock für Yannick Schlösser.
Was macht da draus? Handspiel gefordert. Backert. Schiedsrichter Erk sagt, aber da war nichts. Bitte weiterspielen. Nochmal der lange Ball für den schnellen Donkor gegen Winke. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Und so ist es auch. Rot-Weiß Oberhausen nimmt 3 Zähler mit ins Ruhrgebiet. Siegt hier mit 2:1 an der Westkampfbahn. Vor allem dank eines Traumtores von Moritz Montag. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.